Willkommen zurück zu XCOM 2, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. Wir stehen kurz vor einem Einsatz und ich habe offscreen schon mal unsere Truppe soweit ausgestattet. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt los und schauen, was uns erwartet. Sky Ranger, in Position für den Einsatz. Shan hat seltsame Übertragungen in dieser Region bemerkt und wir konnten ein geheimes Kommunikationsrelais der Aliens finden, das Daten ans Advent-Netzwerk sendet. Wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, ihre Fortschritte bei ihrer jüngsten Operation zu stören. Deshalb müssen wir das Relais zerstören. Schalten Sie alle Feinde aus, sichern Sie das Gebiet und zerstören Sie das Ziel. Ich habe im Übrigen diesmal keine Rangerin dabei, sondern nur eine Technikerin, die wir ja als Medic nutzen und ansonsten nur Grenadiere. Das heißt, wir haben richtig viel Feuerpower dabei. Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Der Trupp ist verborgen. Okay, da haben wir auch schon mal gesehen, dass wir es mit einem Archon zu tun haben werden. Der war ja hier unten kurz zu sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt los. Wer ist denn hier am stärksten gepanzert? Okay, dann werden wir mit ihm mal nach vorne rücken und schauen. Ah, wir haben nur 8 Runden Zeit. Ja, in dem Fall würde ich sagen... Los, los, los! Geben wir ein bisschen Gummi. Sie haben uns entdeckt. Okay, die haben uns entdeckt, weil wir hier in irgendwelche Zivilisten reingelaufen sind. Soll mir auch recht sein. Ist Schluss mit... Versteckspiel. Wird gemacht. Und ja, also ganz ungedeckt will ich sie vielleicht doch nicht lassen, na, obwohl komm. Schon unterwegs. Oh, das ist unsere Medic, okay. Da habe ich nicht aufgepasst. Bin unterwegs. Ich habe im Übrigen auch nicht vor, groß zu fackeln, wenn sich irgendwas zeigt, dann wird es sofort eingeäschert. Los jetzt. Feind gesichtet. Okay. Wir können ja nicht auf Feuerschutz, weil wir die so stark nach vorne gezogen haben. Schauen wir mal, was die jetzt machen. Die werden uns jetzt wahrscheinlich erstmal unter Feuer nehmen. Oh, jetzt bin ich gespannt, was der... Was? Feuer fällt. Das schaut aber nicht gut aus. Das ging daneben, das ist schon mal gut. Ich denke, ich werde rausziehen müssen. Das dürfte aber weiters erstmal kein Problem sein, die da wegzuziehen. Ich ziehe mal sie hier hin. Oh, der ist auf Feuerschutz. Nun gut, dann... Ja, komm her. Kümmern wir uns erstmal um die Jungs hier. Noch ein bisschen gedreht. Ohne, dass wir einen von unseren Jungs erwischen, nach Möglichkeit. Werfe Granate! Klasse Sache.
schauen wir mal, wie wir das hier am geschicktesten anstellen. Gesehen werden wir ja eh überall. Wenn es sein muss, Sie haben mich. Ja, ist kein Problem. Auch hier werden wir nochmal eine kleine Granate reinhauen. Granate! Damit müssten die weg sein. So schaut's aus. Ziele eliminiert. Und haben wir Rino irgendwo? Da habe ich den schon gezogen. Ja, ich hab Rino schon gezogen, ne? Ah, ist Rino nicht dabei, oder was? Ah, da ist Rino. Wunderbar. Den ziehen wir nach da. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Und dann darf er mal den Archon unter Feuer nehmen. Das ist gut. Der ist jetzt auch markiert. Das heißt, dass jede weitere Einheit ihn besser treffen wird. Ich habe ein bisschen Angst, was da passiert, wenn das losgeht. Deswegen ziehe ich jetzt alle Einheiten erstmal weg hier. Keine Ahnung, ob das nicht vielleicht irgendwie ein Area of Effect hat und hier erstmal die ganze Gegend einäschert. Lasst mal drehen. Ich suche gerade mal eine Position für unsere Medic. Ich würde sagen mal hier hinten, das dürfte weit genug weg sein. Und dann 85%. Mach mal ein bisschen Bum Bum. Waren nur 3 Schaden. Das hat nicht viel bewirkt. Hier ziehen wir auch weg. Haben wir denn irgendwo noch Deckung oder irgendwas? Nicht so schick. Dann machen wir das nach hier. Bestätigt, drücke aus. Und 66%, eieiei. Klar, daneben mit 66%. Ist ja auch XCOM 2. Da schießt man mit 66% daneben. 84%, das sieht gut aus. Komm, mach den weg. Oh nee, überlebt der echt. Wegen einem verkackten Schadenspunkt. Okay, das scheint aber keinen größeren Effekt zu haben. Aber es brennt halt und es ist nicht so toll. Sie haben mich flankiert. Oh oh. 8 Schaden macht es. Aber ich würde sagen, da darf sich unser Tank gleich mal revanchieren. Gut. Abschuss bestätigt. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ja, du könntest auch etwas Heilung gebrauchen. Wir werden jetzt erstmal ein Stückchen nach vorne ziehen. Rücke zur Zielposition vor. Ja, das Eschern war dann gleich ein hier. Ja, stellt euch mal so hin, dass ihr nicht allzu weit auseinander seid. Das ist ein Traum. Wir werden jetzt unsere Medic erstmal hier. Oh, das ist nicht gut. Dann. Dann ziehen wir. Und los geht's. Genau, dahin. Die Medic dann hinter den Stein. Ziehen wir nebendran, weil ich will, dass die möglichst weit nach vorne kommen. Unsere Medic hier hinten dran. Ja, geht in Ordnung. Und dann darf sie mal unseren Jungen hier heilen.
zusammenflicken. Sehr schön. Und jetzt machen wir ein bisschen Feuerwerk. Der Archon, der drückt mich am meisten. Deswegen werde ich auf jeden Fall so feiern, dass ich den Archon treffe. Sieben Schaden, sehr schön. Können wir hier... Kommen wir hier ran? Nein, wir kommen hier nicht ran. Kommen wir da ran? Ist der denn empfänglich für giftiges Zeug? Aber das würden wir uns direkt in den Weg zum Dingens legen. Das ist auch nicht gut. Kommen wir hier weit genug? Nee, kommen wir nicht. Dann benutzen wir so eine Rakete direkt rauf auf den Jungen. Sechs Schaden, sehr schön. Auch Säure möchte ich mir nicht in den Weg legen. Aber das schaut, glaube ich, ganz gut aus, oder? Wir machen das einfach mal so. Oh, die hat's kritisch erwischt. Die Ziele neutralisiert. Die Viper und der... Oh, eine Beförderung, sehr schön. Und der Archon ist auch weg. Und hier haben wir das Relais. Das ist wunderbar. Im Moment haben wir keine Feinde, deswegen bin ich mal etwas mutig und ziehe weiter nach vorne. Wir rücken jetzt mit allem. Ah. Ja, gute Frage, ne? Wir rücken jetzt mit allem vor, was wir hier vorne haben, gehen auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Ihn hier natürlich auch. Den ziehen wir so weit wie es geht nach vorne. Dann. Ja, ziehen wir mal hier. Wird gemacht. Die stehen zwar alle jetzt ziemlich offen, aber ich will zusehen, dass wir ein bisschen Schub nach vorne geben. Okay, bin unterwegs. Geht in Ordnung. Blukrom setzen wir auch auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und Bum Bum, den werden wir auch auf Feuerschutz setzen. Verstanden, rücke aus. Okay, Feuerschutz. Los, zeigt euch. Bin gerade am Überlegen, ob wir so machen, dass wir uns ein kleines Loch reinsprengen. In die Wand, damit wir dann auch ordentlich Platz haben, um den Mist zu zerlegen. Jawohl, ich weiß. So würden wir nur die Wand zerstören. So können wir wohl reinschießen durchs Fenster. Machen wir das. Jawohl, mach mal. Sehr schön. Wo ist eigentlich Rino? Rino ist, glaube ich... Genau, der ist da. Roger. Den lasse ich jetzt mal drauf schießen. Vielleicht kann er das auch markieren. Dann müssen wir da nicht unsere Granaten verballern. Ah, das hat er ordentlich gesessen.
Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ja, das gibt's in der nächsten Runde, mein Freund. In der nächsten Runde. Roger. Damit dürfte es eigentlich raus sein. Gut, das Relais ist weg. Beim nächsten Mal schieße ich nur drauf. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Das werden wir tun. Wir beziehen hier aber erstmal ein bisschen Stellung. Verstanden, bin unterwegs. Und lassen die Jungs nachladen. Feuerschutz. Scanne Gebiet. Der Rundendruck ist ja jetzt weg. Wird schon nichts passieren. Und von daher Scanne Gebiet. Haben wir jetzt auch Zeit zum Nachladen. Ziehen wir unsere Matic mal hier hin. Sporte los! Die kann zwar jetzt nicht auf Feuerschutz, aber das ist nicht so schlimm. Nachladen. Feuerschutz. Feuerschutzbereich. Sie darf auch nachladen. Rock'n'Roll. Jawohl, Rock'n'Roll. Scanne Gebiet. Und hier machen wir genau das Gleiche. Und weiter geht's. Fehlen geht nichts. Und hier auch. Dann mal los. Bin dabei. Hier passt es soweit bei Bluecom. Na los, zeigt euch. Und hier laden wir auch nach. Es kann losgehen. Und Feuerschutz. Gut, dann würde ich aber auch sagen, an der Stelle beenden wir mal den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel, um kein Gameplay mehr von XCOM 2 zu verpassen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann auf Alienjagd. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.